technischer, digitaler, moderner werden. Und deswegen... Stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen einen Anruf von Ihrer Lieblingstante aus Bamberg und die Tante klagt, wie schlecht es ihr geht, dass sie eigentlich gar nicht aus dem Bett rauskommt und zu guter Letzt ist hier leider auch noch die Lektüre ausgegangen. Und Sie sagen, Tante, das ist überhaupt kein Problem, gehen ins nächste Online-Portal, bestellen ihr die gewünschte Lektüre und verabschieden sich mit den Worten, die hast du innerhalb von 24 Stunden zuverlässig an die Haustür geliefert. Die Tante bedankt sich, wunderbar. Und dann erzählt sie noch, du weißt was, jetzt geht es mir so schlecht und ich habe übermorgen einen Facharzttermin und ich komme allein gar nicht aus dem Bett raus. Kannst du mir da auch helfen? Und so haben wir ein Konzept entwickelt. Das basiert zunächst mal auf einer stringenten Arbeitsteilung zwischen Pflegefachkräften und Laienhelfern. Wir machen also nichts anderes, als wie die Last auf viele verschiedene Schultern zu verteilen und sorgen dafür, dass es für den einzelnen Helfer nicht zur Belastung, sondern zur Bereicherung wird. Und das wiederum schaffen wir, indem wir nur passgenaue Einsatzmöglichkeiten offerieren. Das heißt, Einsätze, die die Tätigkeiten beinhalten, die Sie auch gerne machen, in den Zeitfenstern, wo Sie sich auch engagieren möchten, in dem geografischen Wunschgebiet und die natürlich Ihren Interessen und Qualifikationen entsprechen. Wenn wir es denn schaffen, so ein Buch innerhalb von 24 Stunden zu liefern, dann frage ich mich doch, warum schaffen wir das denn nicht mit sozialen Unterstützungsleistungen? Aktuell haben wir 300 geschulte Helfer, wir haben 220 Klienten momentan und die Helfer, die leisten 1800 Einsatzstunden pro Monat. Das ist so viel wie 13 Vollzeitkräfte. Da sehen Sie mal, was das für ein Hebel hat. Das heißt, unterm Strich ist es nichts anderes wie Logistik und Digitalisierung im Sozialbereich.